Geh mal auf. Achso, sobald du mal Hallo gestartet zurück, bist. ja, wir sind gestartet. Hallo zurück zum Let's Play Crusader Kings 2 mit Odo und Schweiger. Wir sind mitten im Krieg. Schweiger hat tatsächlich die Frechheit besessen, Truppen in meine Richtung zu schicken, weswegen ich jetzt auch Truppen ausgehoben habe. Und ich darf dich bitten, klicke mal, mach mal ein dein, Charakterporträt, klick's mal mit rechts an. Ja. Und mach auf Go to Location. Ja. Und wo ist das? Albertier. Nicht zentriert auf diese Armee, die da in Kadysia herumläuft? Ja, ich weiß nicht, aber schau dir mal das an. Du siehst ja meinen Bildschirm. Bin ich da Jetzt drinnen? sehe ich ihn. Ja, bist du. Da ist Geh mal. Charus und Nard. Ja, Wo bin da geh mal auf ich? diese Armee. Hey, du siehst diese Armee, die hat unten links Ja. so ein kleines Maxi. Geh mal auf dieses Aha. Maxi drauf. Ah. Und wie kriege ich den dort weg? Ich meine. Gar nicht. Du bist der Marschall deines Emirs. Der macht mit dir, was er will. So wie du andere Leute als Generäle einsetzt, wirst du als General eingesetzt. Ab in den Krieg mit dir. Das ist Ich aber hoffe, du meine bist gut im eigene Kämpfen. Truppe. Das Mensch. sind die, die ich lenke. Die kämpfen gleich gegen mich. Es wäre schon cool, wenn ich dich kille. Nein, die kämpfen nicht gegen dich, außer du kommst auch nach Basra runter. Ja, könnte ich machen. Ja, Wenn komm nur. da dein Meeting ist? Nein, 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 ich bin da weiter. Ja, Was okay, mach sieht? mal weiter. Ja, schauen wir mal, was passiert. Das Lustige ist, ich kommandiere eine Truppe, wo ich nicht drin bin, und du kommandierst, oder, und die tritt an gegen eine Truppe, die du nicht kommandierst, aber wo du drin bist. Finde ich gut. Da finde ich nicht gut, aber ist wurscht. Ja, dann könnte ich aber gleich mich vorne reinstellen, wenn ich hier schon drinnen bin. Dann übernimmt da wenigstens gleich irgendjemand, der halbwegs brauchbar Krieg führen kann. Was darfst du selber beeinflussen? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich habe mich ja nicht reingetan. Okay. Das ist wirklich deine eigene Armee. Ja, das ist meine Armee. Und ich habe ihn nicht drinnen gehabt die ganze Zeit. Jetzt habe ich mich reingegeben, weil ich ja offensichtlich sowieso drinnen bin. Und jetzt belage ich diese Moschee. Ich hoffe, ich plündere Geld. Hey, wir haben noch einen zweiten Krieg. Das ist interessant. Kam. Ja, wir sind, glaube ich, angegriffen worden von jemandem. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Claim Hadramaut. Hadramaut. Hadramaut, wo ist Hadramaut? Okay, und schon wieder ein Titel für den Sultan. Ah, da unten im Oman. Beziehungsweise eigentlich ist es sogar schon Jemen. Das Hadramaut. Irgendjemand will das haben. Irgendjemand, der nicht der Kalif ist. Hey, unser Krieg ist zu Ende. Was? Ja. Weil, das ist ja frustrierend. Meine Truppen sind dadurch. Macht es einen Unterschied, ob ich sie irgendwo auflöse oder sollte ich sie lieber im eigenen Land auflösen? Ich glaube, wenn du sie in der Fremde auflöst, dann kommt nur ein gewisser Anteil zurück. Okay, dann gehe ich Okay, zurück nach Hause. Das ist ja nicht so weit. Pause mal, mein Sohn könnte sterben. Oje, wieso das? I was inspecting the damage to the highest tower in Tabriz. And the head of Puyman appeared outside the window, 50 meters above ground. What should I do with this curious child? Curiosity has never killed anyone. Honest, brave, wounded, maimed. Teach him a lesson. Maimed, sehr wahrscheinlich. Eventuell tot. Und er liebt mich nicht mehr. Minus 200 Relations. Das tut mich zu Strictly forbid him to climb the tower. Deceitful oder Craven. Das ist nicht so gut. Ich nehme mal das erste, wo er wahrscheinlich main wird. Schauen wir, was passiert.
Na, er ist honest geworden. Nicht schlecht. Oh, es ist eh nicht so schlecht. Also es gibt Beweise im Schlimmeres, sagen wir es mal so. Boah. War's das? Okay, entschuldigung. Ja, kein Problem. Wir haben bald das Jahr nur 890. Ja, noch eine Welle und wir kommen bald ins 700. Es lebe der Kalif. Wir sind wieder gemeinsam zusammen. Hat es eigentlich irgendwelche Konsequenzen für irgendeinen von diesen Typen gegeben? Nein, Der auf Emir ist noch immer. weißer Ein weißer Frieden war das Friede. sogar. Ja, das war offenbar Verhandlungsgeschick. Das ist ja ärgerlich. Oder für. Ja, eigentlich ist. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Verdammt, ich wollte, dass mein Emir stirbt. Okay. So, warte mal, jetzt bin Ja, ich wieder im es wird Laden. gerade Ich muss. aufgeräumt nach dem Krieg. Dadurch, da werden wir ein paar Nacken. Was siehst du schon, allein deswegen wäre es klug gewesen, mitzumachen und möglichst den Haupttruppen auszuweichen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Leute gefangen nimmst, die du dann in Geld umwandeln kannst. Aha. Ich bin mir Ja, relativ genau, das sicher, war dass mein das klug Plan. ist. Ja, klar. Weil ich Denke schaue jetzt mal. mal, welche Truppen hier in der Fremde auflöse, die spawnt. Oh, nein, es ist nicht der Fremde, es ist ja ein Abassinenreich, das meine ich. Passt. Gut, ist gegangen, nichts ist geschehen. Oh, doch, ich hätte das Gescheite durchlesen sollen, scheinbar ist doch die Hälfte verloren gegangen. Naja, was soll's, wird schon gekriegt sein. Ja, der Kalif kriegt auf jeden Fall einen Haufen Kohle durch die ganzen gefangen gesetzten Typen. Ich frage mich gerade, ob ich noch nur Faction Leader jetzt bin. Schaut gut aus. Sind Pazifist. Irgendjemand ist gerade gestorben in meiner Umgebung. Ganz kurz, ne? Darf ich auf das Ding stehen? Mein Mündel ist seems unable to tell right from wrong. What should I do with my wayward ward? How about a pat on the head? Oh gut. Jetzt die Frage ist nur, wie sanft du Okay, sie it's am Tätschen arbitrary. ist. It's the strap for her. Loses arbitrary. Was ist arbitrary? Plus 2 Intrigue, minus 2 Stewardship, minus 1, 9. Ist mir eigentlich wurscht. Ist recht. Das ist nicht einmal mein Kind. Was hast du mit der zu tun? Ich weiß es nicht. Ich habe sie übertragen gekriegt von irgendjemandem, weil ich nur einen Typen gehabt habe. Ja, du willst zwei wichtige Personen erziehen, nicht irgendwelche Nichtsnutzer. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ich erziehe gerade meine beiden ältesten Söhne. Oh Das ist nein! wichtig. Meine älteste Tochter ist gefangen. Warum Ja, macht mein Sohn nichts weil du sie dagegen? nicht hast verstecken lassen. Nein, 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 die ist schon verheiratet. Die war nicht einmal an der Revolution beteiligt. Dann ist sie aus dem Auge, aus dem Sinn gekommen. Ist Das sie. muss irgendeine Dings, das muss irgendein anderer Krieg gewesen sein, der sie in Gefangenschaft gebracht hat. Oder vielleicht irgendeine Intrige, was weiß ich. Das heißt aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du noch nie von Familientreffen gehört? Leider. Ach Gott. So, warte mal. Ah, verdammt, da ist ja noch irgendwas.
To the glorious Sheikh Mohammed Al Afshi, peace be with you. Nein. Vergiss es, das ist mein Sohn, den kriegst du nicht. Apropos mein Sohn. Boah, Novice Diplomat, Karl, yes! Brave, Honest. Kurze Zwischenmeldung, mein Sohn Uiman ist jetzt als Elfjähriger ein Skilled Fighter. Nicht schlecht. Das ist ja Wahnsinn. Er darf mir nachfolgen. Das ist wirklich gut. Okay. Oh Gott. Dafür ist mein jüngster Sohn ein ziemlicher Schwammerl. Der ist slow. Und Cynical. Na gut, Cynical ist gar nicht so schlimm. Könnten wir aufhören, wir Leute gegen Ransom freizusetzen? Oh, der Kalif hat einen weiteren Sohn bekommen. Ist er genauso der gut hat keine negativen, er hat keine negativen Eigenschaften. No, aber er no. wird. Ja, das stimmt. Und er wird nicht Kalif werden. Naja. Naja, wieso? Der Bruder muss nur. Außerdem ist sein Bruder, glaube ich, Sikli. Ja. Er stottert. Ah. Das heißt, Sikli hat er verloren. Er hatte nämlich Sikli. Ah, okay. Okay, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich. Ich habe 700 Prestige. Ich hätte das Ding, ich hätte eine andere Ambition nehmen müssen. Naja. Hey, mir fehlen noch 25 Prestige, das dann ist Sieg Fame und Glory erfüllt. Das schaffe ich heute noch. Dann kriege ich eine Diplomatie und 150 Prestige und außerdem lieben mich meine Untertanen. Arg. Oh, ich bin überhaupt kein Fighter, sehe ich gerade. Also ich weiß nicht, warum mein Sohn sich das ins Sinn gesetzt hat. Kämpfen zu können. Schauen. Hey, replace Regent. Jetzt habe ich den Plot. With Emir Berat unable to rule, Sheikh Diftat of Fight currently acts in his stead on matters of the Emirate of Al-Kufa. Was? Ah, ist der gefangen gerade? Dann Emir? Nein. Aber er hat trotzdem einen Regenten, nämlich meinen Sohn. Da passieren Dinge. Ja, du sollst. Hast du sie nicht als interessante Person gekennzeichnet? Wen, meinen Sohn? Hätte ich vielleicht tun sollen. Hätte ich vielleicht tun sollen. Aber was ist mit dem Emir passiert? Wieso? Ach so, warte mal, das ist der Sohn vom Emir bereits. Der mit übrigens mit meiner Tochter ist erst 14. Ist. Ja, deswegen. Oh, es hat. Das hast du nicht mal mitbekommen. Nein, ich habe nicht mitgekriegt, dass mein Emir gestorben ist. Am 20.03.1890. Das ist schon ein halbes Jahr her fast. Ja, hat mir keiner was geschrieben. Das ist ja cool. Der ist verheiratet, also. Ich schau gerade, woran er gestorben ist. Under suspicious circumstances. Und jetzt heiratet er gleich meine Tochter, der neue Emir. Nein. Doch.
schon hat er sie geheiratet. Naja, tatsächlich. Also viel mehr verwandt könnte ich nicht sein mit ihm. Schwägert. Ja. Und die Zwillingsschwester hat auch geheiratet. Aber so, warte mal. Das heißt, ich könnte meinen Sohn ersetzen als Regent. Was ist jetzt so? Bei mir sind irgendwelche Dinge passiert. Bei mir ist auch was passiert. Willst du anfangen? Okay, ich fange an. Ich habe ein Event bekommen, in dem steht eine Zeile. A small kitty is demanding your attention. Ich habe noch nicht gelesen, was da ist, aber das ist sicher weltbewegend. Pass auf. Jetzt gibt es die Möglichkeiten. Pet the kitty. Da könnte ich kind werden. Oder allow the kitten to follow you home. Dann kriege ich eine Pet Cat. Das gibt mir Intrige plus 1 und Health plus 1. Was zum Geier. Oder kick the kitty. Dann werde ich cool. Und hör genau zu. 25% chance of Sheikh Mehmet of Urmia gains the trade maimed. Wenn die Katze zurückschlägt, dann beißt sie mir das Bein ab oder was macht sie? Naja, wer weiß. Wer weiß, was für eine Katze das ist. Ich meine, wir sind hier in Arabien, vielleicht ist es ein Tiger. Oder also nicht wegen der Werte, aber ich möchte eine Katze haben. Ich möchte schauen, was passiert. Allow the kitten to follow your home. Das mache ich. So, jetzt steht aber nichts. Ich glaube, dass der irgendwo steht, als erklärt oder irgend so. Okay, das war das. Ja. Yes, nochmal. Yusuf ist dein Bruder, gell? Ja. Ich weiß nicht, ausgestellt. Was? Seine Frau ist gestorben. Aber er hat schon wieder neu geheiratet. Warum schaust du dir meinen Bruder an? Ich mach weiter. Warte, wir nicht weitermachen. Ich hab 993 Prestige. Was? Ich habe 993 Prestige. Nicht schlecht. Your council has grown increasingly concerned at the fact that Vava still has provided you no children, despite the two of you being healthy and able. At first you waved away their concerns, but perhaps they are right. Tja, meine dritte Frau, Vava, hat mir noch keine Kinder geboren. I will ask my court imam to investigate, oder? If that is Allah's will, then so shall it be. Okay, nein, das machen wir nicht, da verlieren wir nicht 20 Prestige. Okay, court imam, tu dein Schlimmstes. So, und ich habe ein Child without Guardian, weil dem sein Guardian ist gestorben. Nein, ich werde mich selbst als Guardian einsetzen, weil ich glaube, das geht zurzeit. Oder auch nicht. Wo bin ich denn selber? Da bin ich. Wieso bin ich in der Liste ganz unten gewesen? So, jetzt können wir weitermachen. Entschuldigung. Nein, noch nicht. Achso, Entschuldigung. Ich habe Reclaims, von denen ich nicht gewusst habe, dass ich sie habe. Aha. Die ich könnte irgendwelche Krieger erklären. Ja. So habe ich Reclaims. Ich versuche das gerade zu rekonstruieren, wie ich in diese Claims komme. Durch den
Vater deines Schwagers, deiner Cousine zweiten Grades. Ah ja, danke. Ja, ich meine, was fragst du da? Meine Claims sind so dumm. Der eine Claim ist irgendwo im Nichts und der andere Claim ist die Moschee, die ich meinem Sohn überlassen habe. Da müsste ich mit meinem Sohn Krieg führen. Also ich werde diese Kriege mir nicht erklären. Ich mache jetzt weiter. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Claims komme, wer das ist. Kalif al-Mustafi heißt die Claims. Oh nein! Was? Heik. Was? Das ist eine große Sache jetzt. Heik. Ja, oh. Das. Wir ja, haben das, einen Kreuzzug das gestartet, einen Kalifat. muslimischen. Aguang, was ist das Aguang? Wie liegt das? Naja, es muss irgendwo in der Nähe sein von dem, den wir angegriffen haben. Und das Duchy of Aguang. Aha, mitten im Kaukasus, nicht mal noch angrenzen an uns. Aber ich stelle mit Entsetzen fest, bei mir hat leider immer noch relativ wenig Truppen, weil ich von dem Krieg gegen dich die Truppen entlassen habe, bevor sie zu Hause waren. Das ist nicht so gut. Und weil mein Land ist das erste an der Grenze zu Hulk. Super. Scheiße. Ich ahne Schlimmes. Also von mir aus schauen wir uns das mal an. Ich bin skeptisch. Ja, auf jeden Fall, mein Imam hat sich mit meiner Frau auseinandergesetzt und hat festgestellt, dass sie vollkommen in Ordnung ist und ich im Übrigen auch. Und er hat mir jetzt eine Potion gegeben, to invigorate your loins and says ja, it will simply take time. Das hatte mein Vater auch einmal, es hat nichts geholfen. Ja, aber immerhin plus ja. 0,5 Herz Prost. Und plus 10% Fertility. Ja, ja. Du meinst, es hilft nichts. Aber du musst ja nicht den Krieg führen, das macht ja jeder Kalif für dich. Der Krieg jetzt? Ich werde als erster belagert. Ah ja, stimmt, mit du bist sämtliche ja Auswirkungen. Daneben. Ja. Warte mal, wo halte ich mich denn gerade physisch ja, auf? Ich glaube, Hike ist jetzt nicht hier. So groß, oder? Die haben. Warte mal, ich schau mal. Der hat 10.000 Truppen zur Verfügung. Spiel ich? 10.000 Truppen hin? Ich sehe den nicht. Ich weiß, ach so, aber er vielleicht hat in seiner 10.000. Hauptregion, die wir nicht sehen. Er hat genauso viele Truppen wie das Abbasidenreich. Oh. Also wenn die bei mir vorbeischauen, dann... Aber dafür viel konzentrierter als das Abbasidenreich. Ja, von den 10.000, die das Abbasidenreich hat, sind wahrscheinlich 8.000 aus Ägypten. Ja, kann schon sein. Alter. Das mache ich nur aus der Verzweiflung. Nein, da wird dir eh nichts passieren. Ich mache mal, ich mach mal, nicht ich kriege mal, ich kriege mal 1000 Prestige hoffentlich bald. Wenigstens, damit ich Prestiges sterben kann. Prestiges, müsste ich sagen. Meinst du, dass er zu dir kommt? Wir haben ja da im Norden auch Gebiete erobert. Da diese am Kaspischen Meer, da gibt es ja auch ein ja, genau. Abbasidenreichsgebiet. Das ist Absaram. Samandar und Kuma und Atio. Ah ja, genau, das meinst du. Ja. Ganz vergessen. Worum geht es in dem Krieg jetzt eigentlich? Und warum mitten haben wir in Haik gibt es zwei Scheichtümer in einem Emirat, die will das Sultan haben. Der Kalif. Boah, da rennen die Truppen herum. Bist du irre. Und in zwei Tagen ist mein Ambition erfüllt. Außerdem hat der Typ da im Süden von dir, also dieses freie Emirat, hat uns auch den Krieg erklärt. Die wollen Mosul erobern. Emir Zuhair vom Al-Shari-Emirat, tatsächlich. Du bist genau. Du bist überhaupt super, du hast das Gebiet, das ja, genau in den Beinen ist, still. In die wir Krieg führen.
Aber du hast recht, Hai könnte wirklich da Richtung Kaspisches Meer gehen. Bin ich Ja, zuversichtlich. So, ich glaube gleich auch. ist mein Und Prestige auf 1000. der Al-Zu hier geht nach Mosul, weil das will er ja erobern. Ha! Sheikh Mohammed of Urmia has fulfilled the ambition to seek fame and glory. Das heißt, ich habe noch mehr Prestige jetzt dadurch bekommen. Und irgendein Wert habe ich verbessert. Oder die, glaube ich. Ja. Und ich kann eine neue Ambition nehmen. Ich könnte noch mehr Prestige haben wollen. Ich glaube, das ist ein bisschen. Improved Learning, Improved Intrigue. Become Duke, keine Chance. Personal Combat Skills, keine Chance. Dann der Hobby, keine Chance. Pledge Peace, dann überhaupt keine Chance. Have 10 Children, ja. Amass Wealth. Welche 500? Nein. Become known for Virtue, 1000 Piety. Das schaffe ich. Jawohl. Ich werde pietätsvoll. Was für Piety kriege ich pro Monat? Nicht so viel. Ich sage das nur ungern, aber ich glaube, wir haben irgendwie Pest oder irgendeine Krankheit bei uns. Du bei dir meinst du? Das ist mir doch egal. Ich will pietätsvoll werden. Ich schau, was dann passiert. Ich glaube, ich schicke ein paar Truppen rauf mit der Krankheit. Ich lasse ein paar Decken über die Mauern fallen. Upsi. Ja, ich weiß nicht genau, was das Abbasidenreich dagegen tun will. Ich drücke auf Weiter. Ja, tu das. Hoffe, dass meine Truppen sich schnell erholen. Meinst du, dass das passieren wird? Keine Ahnung, aber ich werde sie wohl brauchen. Glaubst du? Ich schau mir Nö. diesen Krieger mal an. Warte mal, sind das unsere Leute? Was? Nein, Al-Shari hat da 5000 Leute? Ja, habe ich das nicht gesagt? Habe ich dazu gehört? Weiß Nein. ich nicht. Es hat da 5000! Ein Truce is expiring bei mir. Warum das? Mit wem habe ich überhaupt Krieg geführt alleine? Dass das mich betreffen könnte. Ich weiß, was ich mache. Ich schicke jetzt meinen Großvezier ins Al-Shari. Und da wird er jetzt einen Anspruch erfinden, weil wenn Al-Shari, Entschuldigung, den Krieg verliert, haben sie keine Truppen und dann greife ich sofort an. Das ist der Plan. Bin so genial. Ich habe einen Waffenstillstand mit meinem Sohn. Schluck auf. Kein Problem, es gibt Schlimmeres. Mein Sohn ist übrigens auch ziemlich fleißig. Der hat jetzt schon 5 Söhne und eine Tochter. Mit 5 Söhnen und einer Tochter wird er den Frauenunterschuss auch nicht wirklich besser machen. Na, da sehe ich gerade 9000 Hikes herumlaufen. Eigentlich herumstehen. Warum stehen die nur rum? Es ist nicht nachfragen, sonst. Und sonst Das bewegen sie sich. passt schon. Genau, ja. Sonst kommen sie daher. Ich frage mich gerade, wo unsere Truppen sind. Ja, vielleicht warten sie auf die 2. Oh, die noch im Norden rumstehen. Ja, da sind die 34 von uns. Ich meine, du siehst das alles zu negativ. Ich könnte meine Leute nach Hike reinschicken und schauen, was passiert. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Also das Kalifat schert sich nicht viel um seine Krieger, stelle ich fest. Denken sich halt wahrscheinlich, wir sind groß genug, wir halten das schon aus, wenn wir das eine oder andere Ding verlieren. Obwohl Mosul ist, glaube ich, eine ziemlich starke Provinz.
Aber an dieser Stelle wollte ich kurz sagen, ich bin hundemüde, ich werde jetzt ha, warte, 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 in Mosul ist gerade die Entscheidungsschlacht statt. Jetzt Ah, live. schon. Jetzt live. Und sie sieht gut aus. Ja, wir sind relativ viele im Vergleich zu denen. Obwohl, wir haben alle möglichen Mali. Aber es ist wurscht, die Schlacht ist gewonnen. Yes, 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 jetzt muss ich schnell den Anspruch auf Minava kriegen. Wenn jetzt diese Truppen aufgerieben werden, boah, das wäre Mathe, wie sind. Wenn ich jetzt, aber die Chancen sind nicht so hoch, was für Chance pro Jahr habe ich? 25-26% pro Jahr. Schon wieder ein Sohn der Fighter geworden ist. Die werden sich alle gerne gegenseitig umbringen. Der zweite Sohn ist Nomis Vater. So, die Schlacht ist gewonnen. Der Krieg ist plötzlich auf plus 63%. Na schauen. Das geht ja gut. Wow. Die diese jetzt komplett aufschreiben und den Anspruch kriegen, das wäre ein Traum. Nein, die kommt zu mir! Nein, die bewegen sich nur ein Stück so weit. Also, die geht nach Marrakesch. Aber was machen sie in Marrakesch? Die ziehen sich zurück, wenn sie eine Schlacht verloren haben, gehen sie immer mehrere Felder weg. Ach so? Das ist okay. Noch nie aufgefallen. Shattered Retreat, nein. Okay, die ziehen sich aber ins feindliche Gebiet zurück? Naja, viel, viel eigenes gibt es ja da auch nicht. Okay, warte mal, machen wir mal das erste Mal. Die ziehen sich nicht ins feindliche Gebiet zurück, sondern sie ziehen sich nach Karakan oder so irgendwie zurück. Mein Sohn Ferit, der hat mich angelogen. Jetzt kann ich ihn deceitful oder honest werden lassen. Nimm die Seed voll. Ich glaube, das ist einer von deinen Söhnen, die nichts zu sagen haben werden später. Ja, aber gerade danke für den Tipp. Nein, honest. Vergiss es. Ja, es hat sogar funktioniert. Er ist honest. Naja, es ist zu spät. Diese Truppen sind jetzt scheinbar schon. Ich habe mir überlegt, ob ich die abfangen soll mit meinen Truppen. Ganz oft, aber es ist. Ja, es ist wohl schnell, das soll man in der Gegend rumlaufen. 1900 sind noch immer relativ viele. Ja, aber die Moral war niedrig, die hätte ich sicher besiegt, auch mit 1000 oder so. Okay, ich habe auch noch eine Nachricht, aber danach. Oh, danach hören wir auf für heute. The smallest spider makes my ward sorry, squeal and run for cover. Das ist die unwichtige, gell? Ja, das ist die unwichtige. This has started to worry me. Komm, verpfusch sie bitte. Spiders, I can't bite them either. Gains the trade. Craven. Was kann Craven? Fast. Ja. Some fears are good, but there are limits. Content? Content ist nicht schlecht. Leech Opinion plus 25. Das schaut was an. Fear is the mind killer. Ach ja, was soll's. Ich verpfusch sie nicht. Sowas tue ich nicht. Ich bin ein guter Lehrer. Lass du sie brave werden? Nein, Content. Content ist eine gute Trade. Und davon ab. Na gut. Dann sage ich Tschüss für heute und gute Nacht.